Hallo und herzlich willkommen zurück zu True Colors, dem DLC. Ja, in der letzten Folge musste ich kurz pausieren, weil ich nicht weiß, ob irgendwann wieder aufgelegt wird. Weil bei uns hat das Telefon geklingelt. Und wir sollten einmal rangehen. Danke für den Anruf. Du sprichst mit Steph. Yo, yo, was geht? Sorry, kein Plan, wo das herkam. Was kann ich für dich voraussagen? Ich brauche dringend deine hellseherischen Fähigkeiten. Nächste Woche werde ich zum ersten Mal mit meiner Freundin und meinen Eltern zu Abend essen. Okay. Krass. Wichtiger Moment. Zittern deine Knie? Schon nervös? Ich glaube, ich muss mich übergeben. Ja. Ja, ich sehe, dass du dringend eine Voraussage brauchst. Ja, wenn du mir einfach sagen könntest, dass das Abendessen perfekt abläuft, wäre das echt toll. Dann befrage ich das Schicksal mal. Bin gleich zurück. Und mit Schicksal meine ich meinen W20. Ich wollte gerade noch sagen, keine Ahnung, was der W20 ist, aber ich will mal den Würfel benutzen. Okay, der heißt W20. Drei? Das ist echt bitter. Okay, Reality-Check. Ich will ihre Laune nicht versauen. Aber ich will auch nicht, dass sie sich Hoffnungen macht. Naja, der W20 sagt ein Desaster voraus. Es geht in Flammen auf. Ich sehe vor mir deine Familie beim Abendessen. Okay. Es tut mir echt leid. Ich glaube, es wird nicht gut laufen. Was meinst du mit nicht gut? Politik wird angesprochen, genau. Große Überraschung, ihr redet über Politik. Du schaffst es, die Unterhaltung noch zu beenden, bevor es zu weit geht. Aber die Stimmung ist am Boden. Ach, sie haben gesagt, sie würden cool bleiben. Wichtig ist, dass deine Freundin cool mit der Sache umgeht. Du magst sie immer noch sehr. Und sie mag dich auch immer noch sehr. Ich hab's einfach nur satt, dass ich mit meiner Art alles schwerer mache, verstehst du? Ja, ich weiß. Und das tut mir leid. Aber mit ihr zusammen zu sein, ist es wert, oder? Gott, sowas von. Okay, ich schaff das. Danke, Steph. Viel Glück. Danke für den Anruf. Vielleicht starte ich heute eine neue Show. Ich nenne sie die Denkberaterin ohne Dates. Werbung hatten wir. Wie viele Sponsoren braucht es, damit wir uns eine Klimaanlage leisten können? Oh, was steht da? Steph, please just be yourself, Mensch in the Flower Section. Okay. Ja, was müssen wir denn überhaupt noch machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Soundeffekte haben wir. Nichts schreit so sehr nach hochqualitativer Radioshow wie ein nerviges Soundeffektpult. Ich wette, das kann ich voll gut auf Sendung benutzen. Ja, können wir mal ausprobieren. Ich möchte bloß neue Leute kennenlernen und Freunde finden. Ist wahrscheinlich nicht das, was sie jetzt möchte, aber kriegt mein Herzchen. Bin nicht lange auf diesem Kontinent. Dann weg mit dir. Mir wurde gesagt, ich rieche wie ein neues Buch. Das hört sich nicht gut an. Also neue Bücher riechen nicht schlecht, aber wenn man sowas zu einer Person sagt, ist das vielleicht nicht das Beste. 24, Bikerin, die auf Bikerinnen steht. Keine Ahnung, die fährt, glaube ich, kein Motorrad, oder? Ich weiß es nicht. Ich sag mal ja. Selbst wenn mir das Geld egal wäre, würde ich so einen Schwindel immer durchschauen. Erledige Plattenladenaufgaben, lies alle Anzeigen vor. Hab ich ja eigentlich auch gemacht, aber anscheinend muss ich die alten nochmal vorlesen. Wie viele Sponsoren braucht es, damit wir uns eine Klimaanlage leisten können? Steht denn da ein neuer Text wenigstens drin? Ah ja, okay. The Black Lantern, die übliche Werbung plus Billardturnier am 4. Juli. Wir verkaufen jetzt Wassereis, Kneipentour. Ah, okay. KRCT wird euch unter anderem von unseren Sponsoren der Black Lantern präsentiert. Dieser Sommer ist echt brutal heiß.
Also besucht die Lantern und entkommt der Bullenhitze mit Wassereis. Eure Kinder können ihre Zungen lila färben, während ihr Dart spielt und ein kühles Bier genießt. Und wenn das noch nicht reicht, um euch in die Kneipe zu bringen. Billardturnier war das, ne? Dann tut es das Billardturnier am 4. Juli. Alle sind eingeladen zu spielen und gegen Ducky Geld zu verlieren. Geht heute in die Black Lantern und sagt ihnen, Steph schickt euch. Nein. Nichts schreit so sehr nach hochqualitativer Radioshow wie ein nerviges Soundeffektpult. Ja, ich will das mal während der Werbung machen, aber das kann ich offenbar nicht. Okay, Wie viele Sponsoren braucht es, damit wir uns eine Klimaanlage leisten können? Ice Cream. Für diese Woche dachte ich, wie wär's mit einem Radiodrama? Nein, ich habe keine vollständige Geschichte dafür, also kannst du dir einfach was ausdenken. Doch es soll um Aliens gehen. Ach du Scheiße. Die in Haven einfallen und Eiscreme rettet uns irgendwie. Ach du Schande. Steph, sei bitte einfach du selbst, bla bla bla. Okay, also Eiscreme, Drama, Aliens. Okay. Mal schauen. Und jetzt eine Nachricht von unseren Sponsoren. Eure Freunde bei Avalanche Ice Cream möchten... Moment. Was ist das? Was ist das? Bleibt dran, Leute. Ich versuche zu beschreiben, was ich sehe. Ich glaube, da ist gerade ein UFO vorm Plattenladen gelandet. Okay, da ist eine Tür. Sie geht auf. Die Aliens kommen raus. Es sind zwei. Sie gehen geradewegs auf den Eisladen zu. Was geht denn jetzt ab? Die Aliens lieben die Eiscreme. Einer scheint voll auf die Keks-Mafioso-Waffel abzugehen, während der andere von einer Kugel Schweinchen im Schlamm geflasht ist. Die Aliens steigen wieder in ihr Schiff. Und sie heben ab. Das war aufregend. Ich bin echt froh, dass Avalanche Ice Cream uns gerettet hat. Warum schaut ihr nicht dort vorbei und zeigt eure Dankbarkeit? Du redest mit Steph. Wie kann ich helfen? Hey, danke, dass du meinen Anruf angenommen hast. Ich komme direkt zum Punkt. Ich habe den schlimmsten Mitbewohner überhaupt. Das ist eine gewagte Aussage. Kannst du sie belegen? Ich fürchte ja. Alles, was er tut, ist laut. Seine Musik, seine Anrufe. Er lässt sogar die Tastentöne an, wenn er textet. Und er macht es die ganze Zeit. Und dann noch der Geruch. Ich glaube wirklich, er denkt, dass Vapen die Tatsache vertuscht, dass er nicht duscht oder niemals putzt. Alles stinkt dauernd nach Erdbeere. Oh, okay. Ich kann's mir vorstellen. Also, warum rufst du an? Ich will ein klärendes Gespräch mit ihm führen. Die Karten auf den Tisch legen und sehen, ob es irgendwie doch funktionieren kann. Und du willst wissen, wie es ausgeht? Du bist die Hellseherin. Okay, gib mir eine Minute. Warum darf ich diese Sounds nicht benutzen? Mann! Das ist ein guter Wurf. Zu Hause fühlt sich nicht wie zu Hause an. Das ist hart. Aber kann ein klärendes Gespräch das wirklich ändern? 16 ist ein echt starker Wurf. Schmutzbrüder. Also ich denke mal, das ist eher negativ gemeint, Showdown des Jahrhunderts. Ich habe soeben in die verschwommene Zukunft gesehen. Und? Du setzt dich mit dem Kerl hin und ihr redet. Über die Lautstärke, die Gerüche, das Vapen. Und ihr erkennt schließlich, dass ihr mehr gemein habt als angenommen. Eine starke Freundschaft entwickelt sich, während ihr nachts YouTube-Videos binget. Er stellt dir die wundervolle Welt japanischer Snacks vor. Du hingegen machst ihm das Konzept schmackhaft, den Müll rauszubringen. Und schon seid ihr unzertrennlich. Ja, aber wird er endlich mal sein Geschirr abspülen?
Großartig. Sorry, Bro. Es kann ja nicht immer gut ausgehen. Okay. Naja, das ist doch besser als erwartet. Danke. Kein Ding. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd, weil ich musste nämlich gerade kurz rüberlaufen, weil die Post gerade geklingelt hatte und ich war jetzt mit der Antwort völlig überfordert. Ich finde die Karte, die er sich gewünscht hat. Ja, die würde ich... Ach so, hier kann ich auch suchen. Ah. Girls. Bloodstream. Na gut, das ist nicht die, die er sich gewünscht hat, aber die können wir auch nehmen. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie eine Möglichkeit, dass man eine Errungenschaft bekommt, wenn man alles reingelegt hat oder so. Ich weiß es nicht. Hey, du bist live mit Steph. Hey, ich habe dich letztens vom Pride reden hören und du hast mich irgendwie überzeugt, nächste Woche hinzugehen. Ja, ich bin echt aufgeregt. Ich habe mich schon vor einer Weile geoutet, hatte aber noch nie einen Freund. Ich dachte mir, wenn ich je einen finde, dann auf dem Pride-Festival. Du gehst zum Pride, um einen Freund zu finden? Meinst du, das klappt? Gib mir einen Moment. Ich denk mal eher nicht. Oh, eine 4? Sein erstes Pride-Festival und er sucht nach Liebe. Wie helfe ich ihm, seine Erwartungen runterzuschrauben? Der Würfel scheint ja nicht so sehr an ihn zu glauben. Ja, er findet stattdessen Freunde. Das hört sich doch gut an. Bereit für deine Zukunft? So bereit wie noch nie. Du kommst an, ein bisschen nervös, und beginnst das Festival zu erkunden. Es ist ein Bombardement aus Musik, Farben und dem Duft von Streetfood. Was dich überrascht ist, dass du sofort Freunde findest, als du ankommst. Woher soll ich das wissen? Ein paar Kunststudenten nehmen dich zur Seite für eine Karikatur. Ihr unterhaltet euch, während sie dich zeichnen, und ihr versteht euch mega. Cool. Du verbringst den Tag mit ihnen, erkundest das Festival und ihr tauscht Nummern aus. Auf dem Rückweg fällt dir auf, dass du den ganzen Tag nicht daran gedacht hast, einen Freund zu finden. Oh. Naja, das ist okay. Wenigstens lerne ich ein paar Leute kennen. Danke. Das ist der Spirit. Danke für deinen Anruf. Ja, wunderbar. Aufgabenliste, ist da was Neues drin? Ich weiß, es ist nicht viel, aber ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Bevor ich meine Schicht beende, mindestens 2 Anrufe annehmen, live 3 Anzeigen vorlesen. Gut, die Anzeigen habe ich, glaube ich. Lese alle Anzeigen, nimm 2 Anrufe an. Genau, erledige Plattenladenaufgaben. Ich würde halt gerne... Moment, wir tun das jetzt auch noch rein. Hallo, nein, ich will nicht das Mikrofon haben. Und das waren nur die 3 hier, ne? Genau. Die tun wir auch noch rein. Ihr hört KRCT. Havens beste und einzige Adresse für modernen Rock. Ja, jetzt haben wir nur immer noch das Problem, dass wir eine Schallplatte war es, glaube ich, nicht finden. Da haben wir schon alles durchsucht. Es ist schrecklich, dass ich das lustig finde. Haben wir hier vielleicht irgendwo noch was? Etiketten?
All diese Labels geben mir Flashbacks an meine undankbare Zeit als Stage Manager an der Highschool. Zeichnung, das haben wir ja alles schon angeguckt hier. Das haben wir auch alles gemacht. Notenblätter. Ernsthaft, falls es so schlecht ist, wie Kasia sagt, muss ich es einfach hören. Tja. Platte. Ah, da ist noch was. Hallo? Also, wenn das keine Eiswaffel ist, war ich mein Leben lang verwirrt. Dann... Wenn du mit dem gesamten Internet wetteiferst, musst du aggressiv sein. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das hat 5 Augen? Ja. Okay, das Problem ist nur, da ist halt nicht das dabei, was wir brauchen. Fette Karre. Geht was, das ist das auch nicht. Und wie und wo finde ich jetzt diese eine Platte? Bessere Tonqualität, aber immer noch ein unbequemer Stuhl. Ich wünschte, ich hätte mehr Optionen. Du kannst ja einen anderen Stuhl dahin tun, also. Erinnert mich an mein erstes schrottiges Schlagzeug. Battle in me. Also ich bin mir sicher, das hieß Feelings, aber ich weiß auch absolut nicht, wie ich das Kombischloss aufbekommen soll. Oh gut, ich hatte schon Angst, dass uns die Kisten ausgehen. Kann man sich vielleicht noch andere Erinnerungen ansehen? Muss ja eine echt wilde Party gewesen sein. Also Ashley und Luca und St. Patrick's Day. Ashley, ich glaube, mein Dad hatte ihre Platte. Balle. Kasia hat den Laden ja eine Ewigkeit geführt. Da ist auf jeden Fall kein Hinweis. Mausefalle? Moment, Mausefalle? Mäuse? Okay, geheimnisvolle Wand. Ja, toll, das bringt mir natürlich nichts. Moment, Eis? Nee, oder? Aber da war nichts mit Geist drin, oder? Ich bin gerade am Überlegen. Also, wir haben ja diese Platte mit dem Eis drauf. Das ist so blöd, dass man nicht ein bisschen schneller gehen kann. Wir haben diese Platte mit dem Eis drauf. Die war hinten. Also, wenn das keine Eiswaffel ist, war ich mein Leben lang verwirrt. Hot Sam, don't cry. Aber es sind ja keine Zeit. Ja, doch. Das wäre eine 3. Eis, 3. So, Moment, dann gucken wir nochmal. Dann haben wir hier ein Auge. Das waren 5. Ich gehe nochmal gucken, aber ich meine, das waren 5. Dann Stern, das waren 2, meine ich. Und Geist. So langsam komme ich dahinter. Hier. Ich sehe was, was du fünf nicht siehst. 5 Augen, genau. Das habe ich und auch aufgeschrieben. Und das hat 5 Augen? Geist. Ja, was meinen die mit Geist? Ich guck mal eben hier. Das ist eine Gitarre. Die sehen wie Geister aus. Aha. Aber was meint die jetzt? Den Engel und den Teufel? Das würde dann bedeuten Geist 2. Stern stand, glaube ich, hier hinten, ne? Mit diesen komischen Brillen. Was ist das hier? Es ist schrecklich, dass ich das lustig finde.
Wo waren das jetzt? Ach so, Moment, es waren 2 Brillen, meine ich. Damit aber 4 Sterne. Hä, waren die da hinten drin? Ich finde die gerade nicht mehr, aber ich kann mich da noch dran erinnern. Das sind die Notenblätter. Eisaugen. Also Stern würde ich sagen 4, weil das halt, es waren ja 2, zwei Sonnenbrillen. Warum ich die jetzt gerade nicht finde, ich habe absolut keine Ahnung. Moment, Moment, Moment. Wir probieren das jetzt erstmal aus. Das, vielleicht dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ich meine, es gibt ja nur zig Millionen Möglichkeiten. Ja, mach hinne, komm. Ich bin jetzt hier gerade total... So, kann ich das mit... Ja, kann ich mit dem machen. Geist wäre dann 2. Dann 4 für Stern. Auge wären 5. Und Eis 3. Eingeben, Enter. Ich kann endlich Mordor zerstören und mit meinem Tag weitermachen. Oh, mega. Da ist sie ja. Dieser Grady hat echt Geschmack. Stimmt, sie hatte ja gesagt, das ist dahinter verschlossen. Warum bin ich da nicht drauf gekommen, ich doof? Feelings, genau. Ach, ist das nicht... Moment. Ich glaube, die kenne ich sogar. Die gibt's wirklich, oder? Ich kann endlich zurück in die Kabine und die Platte abspielen, falls es überhaupt jemanden interessiert. Nö. Aber wir machen es trotzdem. Yay! Telefon, Mikro, Mikro, da. Es ist Zeit für ein Verkehrsupdate. Ihr lebt in Haven. Es gibt keinen Verkehr. Yay. Und das war euer Verkehrsupdate. Ich will irgendwie so ein Soundeffekt reinmachen. Ja, aber dann haben wir doch eigentlich alles, oder? Räumen die Deko weg, das habe ich ja vorhin schon probiert. Aber gut, vielleicht können wir das jetzt endlich machen. Weil das stand vorhin ja nicht als Aufgabe drin, soweit ich das mitbekommen habe. Wenn ich irgendwann mit Prokrastinieren fertig bin, sollte ich mal die Kiste für die Deko... Sehr schön. Da freut sich doch die Sonnenblume. Aus. Alles Gute hat ein Ende. Und das bedeutet, alle Pride-Dekorationen müssen abgenommen werden. Yay, wir können sie hat mir machen. Das für meinen Esstisch gekauft. Unser erstes gemeinsames Pride-Fest. Cheers. Du bist glücklich. Ich dachte an letzte Woche, als der Kellner rüberkam und wir plötzlich aufhörten, Händchen zu halten. Sieht aus wie so ein großes Kinderspielzeug irgendwie mit dem Holz. Scheiße, es fühlt sich so gut an, sich keine Sorgen zu machen. Selbst wenn es nur für ein Wochenende ist. Irgendwann hänge ich die über meinem Schlagzeug auf. Happy Pride, Seattle! Vielen Dank, dass ihr heute hier seid, um das LGBTQIA-Jugendheim zu unterstützen. Alter! Ich wollte nur sagen, dass ihr das alle zum besten Pride ever gemacht habt. Mega!
Wir haben noch einen für euch. Dieser Song heißt Compton Cafeteria. 1, 2, 3, 4! Leute haben immer Angst, die zu nehmen, die Chloe gemacht hat. Seh dir all die Stände an, die einen Monat lang pro Jahr so tun, als interessierten sie sich einen Scheiß für uns. Ja, voll. Ach, komm schon. Es ist absolut lächerlich. Es bedeutet uns so viel. Wir haben unser Logo in einen Regenbogen verwandelt. Wir geben uns Mühe, alle zu belästigen, hetero oder schwul. Würdet ihr zwei Mädels gerne stolze Besitzerinnen einer neuen Kreditkarte sein? Ich werde sie so krass verarschen. Nein, nicht. Chloe, ich schwöre. Ja, das ist ja so ein Reizthema. Dass dann so diverse Firmen immer denken, sie müssten dann spezielle Themen ausnutzen und dann einfach mal ihr Logo ändern und dann noch schlechter dastehen. Pride ist nicht vorbei, bis die Flagge weggepackt ist. Die hebe ich mir bis zum Schluss auf. Oh, was müssen wir noch? Das Schild wahrscheinlich? Die waren so mega. Unser... Ups. Ist es nicht komisch, dass das Event, auf das wir uns das ganze Jahr freuen, darauf hinausläuft, dass wir den ganzen Nachmittag im Gras sitzen? Und viel zu viel Geld ausgeben? Und coole Leute treffen? Und meine ganze Seele wieder aufladen? Genau. Okay, die Schilder sind trocken. Gehen wir. Die Luftballons gehören jetzt nicht dazu, ne? Die sind einfach nur... Habe ich den ganzen Kram jetzt? Kann ich jetzt die Flaggen nehmen? Ich glaube, sonst ist hier nichts mehr, oder? Pride ist nicht vorbei, bis die Flagge weggepackt ist. Oh, Leute. Die hebe ich mir bis zum Schluss auf. Was haben wir denn hier noch? Haben wir doch nichts mehr. Irgendwas im Lagerraum oder so? Übersehe ich jetzt hier irgendwas? Nebenraum? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich sehe hier nichts mehr mit irgendwelchen komischen Farben oder so. Oder, nee, Moment, das kann es nicht sein, ne? Nee, da können wir jetzt auch gar nichts mehr... Es ist schon irgendwie schade, die ganze Deko wegzuräumen. Ah, okay. Den Kram können wir noch machen? Jedes Mal, wenn ich mir das ansehe, habe ich das Gefühl, Teil von etwas zu sein. Warum feiern wir? Warum ist es so wichtig? Über Generationen hinweg mussten wir uns verstecken. Und verheimlichen, wer wir sind, um uns zu schützen. Selbst heute leben queere Leute in Angst. Und genau deswegen feiern wir, um der Welt zu zeigen, dass es uns gibt und dass wir uns nicht schämen. Wir sind stolz. Allein den Mut zu haben, hier zu sein, in dieser Welt wir selbst zu sein, das ist ein Akt der Rebellion, des Widerstands. Ich will unbedingt so sein wie Sie. Ich auch. Ich glaube, das war alles. Außer der Flagge über der Tür. Das war ja jetzt mal totaler Quatsch, weil im Mittelalter war es gang und gäbe, dass schwule Pärchen vielleicht nicht, aber ich meine, Homosexualität war da gang und gäbe und alles. Und das dann so zu sagen, dass man jetzt endlich keine Ahnung wo steht, weil man sich jetzt das erste Mal befreien kann, das ist ja totaler Quatsch. Also ich habe noch nie irgendjemanden kennengelernt und auch noch nicht mal zu Zeitpunkt meiner Eltern, dass irgendjemand Probleme damit gehabt hätte. Also, nee. Es gibt so viele Flaggen. Ich habe keine Ahnung, was die bedeuten. Genderqueer Pride, B-Pride, Pan-Pride, Lesben-Pride, Bear-Pride, glaube ich. Ich sehe aus wie ein Normalo. Ich hätte etwas Cooleres tragen sollen. Steffen, du siehst aus wie eine 14-Jährige auf ihrem ersten Pride-Festival. Genau wie alle anderen hier einst. Und sie alle finden dich toll. Sei einfach du selbst. Du bist genau da, wo du hingehörst. Bear Pride, hat das was mit diesem Spiel zu tun? Was zum Teufel tue ich hier?
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.